Und in der letzten Folge sind wir mit Mike in irgendeinem Schloss hier gewesen und haben. Tritt doch! Wieder. Hau dir ab. Warte mal, hallo, wohl? Annähernd zurückweichen. Nee! Oder? Wir probieren's. Braver Junge. Komm. Genau. Vielleicht beißt er deine Hand ab. Ruhig. Hey, ich bin gar nicht so übel. Okay, Geschmackssache. Blöde Wortwahl. Vielleicht brauchen wir irgendwie so Fleisch oder so. Aber hier ist ja auch irgendwo der Mann gewesen, Leute. Da hinten ist er reingegangen. Boah, das ist gerade so spannend, ne? Er raucht also. Zigarettenkiste. Hier haben wir eine Truhe oder was? So ja die Wölfe besänftigen. Also mir irgendwie noch ein. Jetzt könnten wir den Wolf vielleicht zähmen. Guck mal. Wolf, wo bist du? Da. Sehr gut. Ja. Ganz brav. Ruhig. Oh, ich liebe Wölfe, Leute. Deswegen so ist das brav. Kommt noch mein Name, ne? Von Drehwolf. Ich liebe Wölfe, Alter. Deswegen auch mein Name. Ich bin der lebendige Wolf, Leute. Wölfe sind absolut meine Lieblingstiere mit Abstand. Und die schön finde ich. So, was haben wir denn hier? Die Jacke. Was ist das? Eine Dose? Energy? Komm schon! Komm schon! Oh, eine Waffe. Gut. Jetzt haben wir eine Waffe. Gehen wir irgendwie durch? Nee. Gleich hier. Also, ja, hier ist es auch. Oh, deswegen die Waffe. Kann der Wolf mitkommen, bitte? Dann bin ich nicht so ängstlich. Und allein. Nein, okay. Leute, ich sage euch schon mal, nicht erschrecken. Alles ruhig. Psch. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Apropos Leute, ich habe mir mal überlegt, vielleicht irgendwann, hätte er es in der Zeit noch nicht, aber irgendwann mal vielleicht Facecam zu machen. Das wird irgendwie, ja, ich mega Bock drauf eigentlich. Natürlich. Facecam. So. Aber ja, keine Ahnung, wie teuer die ist und so, ob ihr es überhaupt wollt. Vielleicht können wir den Kommis. Seht ihr meine okay. Scheiß Reaktion, wie ich mich erschreckt. Okay, drauf. Oh mein Gott, nein. Shit.
Scheiße, das hat er aber noch überlebt. Das ist der Psychopath. Okay, ich spiel mal mit. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ja, es ist, also wenn man sowas hört, wird auch nicht glauben. Da, eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Eine Axt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Mit der Axt? Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht. Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Du Schrank. Nein, Emily, durchöffnen. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Hä, es ist doch gar nicht so klein. Noch engere Jeans, M. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Oh. Okay, wir sind durch. Gott, verdammt. Ich glaube, der Part war sind das Problem. Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag es nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Ah, vielleicht war der eben hier. Weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Verspringen ist eine gute Idee. Das ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Ja, ich glaube, saß doch eben hier, oder nicht? Niemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Hey, da! Und jetzt? Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Können wir auch nichts machen. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Nutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regel? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Boah, ich hasse diese... Kann ich sie irgendwie umbringen mit der Axt? Ist echt übel schlimm, ne? Oh, Moment.
geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Ey, also... Mach dich ab! Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Benny. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Boah. Ich hab gedrückt, Jungs. Ich hab Vierecke gedrückt, wirklich. Ich hab gerade Vierecke geslampt. Hat nicht funktioniert. Okay. Die sind einfach gestorben. Tut mir echt leid, Em. Dir geht es gut, oder? Ey, der, ich hab Viereck gedrückt okay. Fünfmal. Okay, vorsichtig. Vor allem, wenn so alles eingefroren ist, ne? Das ist auch vor allem gefährlich. Mal einmal ausrutscht, ich war tot. Okay, wir sind drüben. Haben wir schon mal geschafft. Weißt du, zum Glück habe ich es überlebt. Und nicht dank dir. Shit, Em, ich wollte dich doch fangen. Ach, toll gemacht, Matt. Ich schaff's nächstes Mal. Versprochen. Nächstes Mal? Ich mein... Boah, Alter. Oh, diese ganzen Geräusche. Was, wenn's nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber, okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Ach, wir sind ja auf dem Berg, ne? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht ja, in der Lodge. Doch, doch. Das erwartet er nämlich von uns. Nein, ich bin nicht lustig, aber wir irgendwo verstecken und warten bis hell wird, Alter. Das will ich auch machen. Irgendwo hier verstecken, keine Ahnung, ey. Hier gibt es genug Hütten. Oh Gott. Sind in Osterferien kommen? Bisschen vor. Oh, wir haben den Totem. Das war echt Leo. Oh, ne. So, Leute, ein kleiner Cut. Weil mein Controller einfach wieder ausgegangen ist. Ich schwöre, ne, dieser Controller von mir ist so kaputt. Der spackt immer rum. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Pass auf, wohin du trittst, Em. Ja, Matt. Sofern du nicht vorhast, mich diesmal aufzufangen, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ey, ich will das nicht gucken. Was machen wir jetzt eigentlich? Einfach zurückgehen. Ach du Scheiße! Holy shit! Wie viele? Ey Jungs! Okay, ich hab euch nichts getan. Sam ist einfach immer noch in dem heißen Bad. Ach du Scheiße!
Nein. Oh mein Gott. Nein, der kommt hinter dir. Oh, shit. Der spannt sie aus. Hallo? Leute? Ja, Leute. Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Wie Joghurt sagt. Okay. Ein Uhr mehr. Scheiße, der ist jetzt hier in der Lodge Typ irgendwo. Das ist natürlich uncool, ne? Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten? Wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Da, wenn die wüsste, das ist der Typ. Dann ja. Chris? Josh? Die Steuerung ist trotzdem noch komisch. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Das Luftballon, die den Weg zeigen. Oh, ist, ja, ist so von dem bestimmt. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Wir machen gerade Selbstmord. Warte, wir klopfen. Ja. Wow, das ist schräg. Oh, Scheiße. Hinter dir. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was macht ihr da draußen? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Ah! Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 8, nein. 7. Bitte, nein! Sam! Nein! Ach, du Scheiße. Leute, das finde ich jetzt aber nicht cool. Not cool! Ich verspringen! Ja, ich werde mir gar nicht sagen, dass ich komme. Ja, oh Gott. Oh, in den Keller nicht. Dumm, ich bin so dumm. Lauf! Ich will nicht laufen. Stupid Boy. Weglaufen, lauf.
Scheiße. War das ein Wettsein? Kein Türgriff? Oh, Leute. Aufpushen. Das war's. Oh mein Gott. In der letzten Sekunde. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ein Schock. Oh mein Gott. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? Doch. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles was du tust hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Wovon redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Das ist ein Psychopath! Nein, das ist verrückt, wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Aber Leute, das war's dann, bis auch fast 25 Minuten, deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge von Until Dawn. Bis dahin, bleibt gesund und spannend heute, holy shit.